Des Menschen größtes Glück ist seine Tat. Des Menschen größte Freude ist der Mensch. Des Menschen schönste Betrachtung ist die Natur. Des Menschen ewige Hoffnung ist Gott. Sein ganzes Leben schien von Sehnsucht geprägt zu sein. Nach einer Liebe, die unerfüllt bleibt, nach einer Welt als Idyll. In einem Leben, das einer unruhig flackernden Kerze glich, die zu rasch verglüht. In einem Leben, das mit einem Schnitt in den Hals endete. Ist der Mensch Adalbert Stifter aber überhaupt zu verstehen? Und wenn, dann wie? Ich glaube, Stifter war schon geprägt von vielen Ambivalenzen, ein großer Idealist, der sich im Realen dann doch immer wieder schwer getan hat. Weil ich ihn als Dichterpersönlichkeit wahnsinnig interessant finde. Ob er im Privaten ein sehr einfacher Mensch war, das weiß ich nicht oder würde ich vielleicht sogar ein bisschen bezweifeln. Und auch die Stifterpersönlichkeit, also der Mensch Stifter, der ja maßlos war, was Essen und Trinken betrifft. Dem Bekenntnis zur Mäßigung und dem Wolfs- und Hyänenhunger. Maßlosigkeit im Essen und Trinken gegenüber dem Maßhalten in vielen seiner Texte. Mit seinem Künstlerleben im Beamtendasein, mit der Braut seiner Seele und der realen Ehefrau. Das Dorf Oberplan an der Moldau im früheren Südböhmen. Heute Horní Plana in Tschechien. Hier kommt Adalbert Stifter am 23. Oktober 1805 zur Welt. Adalbert ist 12 Jahre alt und der Tod des Vaters sollte ihn sein Leben lang verfolgen. Als dazu noch seine Mutter neuerlich heiratet, wird deren Ehemann von Adalbert abgelehnt. Sein Lehrer in Oberplan hatte inzwischen das Talent Stifters erkannt. Es wird ihm ermöglicht, das Stiftsgymnasium der Benediktiner im oberösterreichischen Kremsmünster zu besuchen. Das Benediktinergymnasium war bereits damals berühmt für seine Kunstsammlung, seine Sternwarte und einen liberalen Katholizismus. Stifter erhält dadurch eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung. Er war damit, was das wissenschaftliche Verständnis von Naturphänomenen betrifft, auf der Höhe seiner Zeit. Im Herbst kam ich in die Benediktinerabtei Kremsmünster im Lande ob der Enns, in eine der reizendsten Gegenden des reizenden Landes. Meine Studien gingen gut vonstatten, indem ich in den Grammatikalklassen der erste Prämiant war, in der Poesie aber der zweite. Den vorzüglichsten, wo nicht allen Teil an meinem Fortgange, verdanke ich meinem Professor in den Grammatikalklassen, dem Benediktiner Placidus Hall. Während der Ferien kehrt der junge Student immer wieder in seine Heimat nach Oberplan zurück. Diesem Land wird er später in seiner Erzählung »Der Hochwald« ein literarisches Denkmal setzen. Dass er damals bereits Bekanntschaft mit Fanny Kreipel, einem Mädchen aus dem benachbarten Friedburg, gemacht hat. Diese Bekanntschaft sollte ihn sein Leben lang emotional begleiten. Nach Ende der Schulzeit in Kremsmünster fährt Stifter mit Freunden auf einem Donaufloß nach Wien. Er will hier studieren und schreibt sich an der juristischen Fakultät der Universität an. Er besucht auch naturwissenschaftliche Lehrgänge. Mit Studienfreunden ist er gerne unterwegs. Wird von Zeitgenossen auch als durchaus gesellig beschrieben. Doch er sollte sich zeitlebens nicht wohlfühlen, dort, wo er gerade war. Hatte er sich nach Wien gesehnt, sehnte er sich, kaum da, nach Oberösterreich zurück. Deshalb, aber auch aus finanziellen Gründen, kommt es in Wien zu häufigen Wohnungswechseln.
Er versucht, seine mitgebrachten Leidenschaften weiterzuentwickeln. Er untersteht, beginnt zu schreiben und zu malen. Er sieht sich mehr als Maler, zumindest in dieser Zeit. Das Malen ist mir lieber als die ganze Welt. Stifter zieht es immer wieder in seine eigentliche Heimat zurück. Ins Mühlviertel, nach Südböhmen. Er folgt seiner Sehnsucht nach Vertrautem und seiner großen Liebe, der großen unvollendeten Liebe. Einen Teil jenes Doppeltraumes dort zu träumen, den der Himmel jedem Menschen einmal und gewöhnlich vereint gibt. Den Traum der Jugend und den der ersten Liebe. Es ist Fanny Greipel, die Tochter eines reichen Kaufmannes in Friedberg in Südböhmen, in die er sich unsterblich verliebt und die er schwärmerisch verehrt. In erster Linie wollten aber die Eltern Fannys ein Ende der Beziehung. Ich hatte nichts und war nichts. Die Mutter des Mädchens zweifelte, dass aus mir jemals etwas werden würde, zwang das Mädchen später einen anderen zu heiraten. Sie war sehr unglücklich und starb sehr früh. Ich habe sie einmal als armes, schwindsüchtiges Weib wiedergesehen. Das Herz wollte mir brechen, als ich der vergangenen Zeit gedachte. Kehrt Stifter nach Linzheim. Es sollte seine letzte Reise sein. Er ist kaum mehr zu erkennen. Zu stark ist der Verfall an Leib und Seele. Es ist der 26. Jänner 1868. Stifter fügt sich, auf seinem Sofa liegend, mit dem Rasiermesser einen Schnitt in den Hals zu.